Wie hat sich denn diese Truppe sozusagen zusammengesetzt? Was waren das für Leute? Waren das nur Deserteure oder waren da noch andere? Es waren noch andere. Wir kamen ja aus dem Emsland, waren wehrunwürdig. Wenn wir also Zuchthaus bestraft waren oder begnadigt zu Zuchthaus, eben die nicht hingerichtet wurden. Und im Emsland war es grausam, hohe Todesrate, in Torgau auch. Und es gab auch andere, die Gefängnis hatten und die dann auch dorthin kamen. Und es gab auch welche bei Kriegsende, wo immer mehr Soldaten gebraucht wurden, ganz egal, Hauptsache an die Front zur Vernichtung. Die hatten vielleicht 2, 3 Jahre Gefängnis, unerlaubte Entfernung oder Feigheit vor dem Feind oder was immer, was die mutigsten meist waren. Die bekamen 6 Wochen Arrest und dann alle ran in die 500er oder es waren mehrere Bataillone und dann an die Front. Und eben, um vernichtet zu werden. Aber es haben eben von unseren Leuten, von unseren Kameraden sehr wenige überlebt.